In diesem Sinne sage ich mal Hallo zur Aufzeichnung des RTX-Events, was auch immer hier gleich passieren wird. Wir fummeln einmal ein bisschen rum. Guten Abend, Cracky, Cheer 100, Cheer 100, Cheer 100, Cheer 100. Ach Mensch, Flash-Game-Zocker, Mensch, die war aber motiviert gerade. Guten Abend, Cracky! Leckt gerade nur bei mir? Leckt's jetzt schon wieder, oder was? Was ist denn los hier? Das hat doch sonst funktioniert. I don't understand. Nix lag. Hier läuft's. Bei mir alles flüssig. Nee, super Build. Nein, streamen auf den Zahn. Ja, lag mich fett. Sieht gut aus. Leute, oh, ich muss das in. Ja, können wir alles machen. Warten Sie mal, wir gucken mal einmal hier. Bastelei Tisch, yippie, alles viel zu fett, alles viel zu groß, woppa, vor allem das da. Cheer 100 läuft super. Läuft super, 1A zippen. Wenn ich denn jetzt noch eine SSD mit Spielen hätte, wäre ich so glücklich, aber... Ich habe hier zwei 120 GB Patriot SSDs und beide laufen anscheinend nicht in meinem Shakun-Gerät, meinem eSATA-Dock. Der fängt an, die Dateien zu kopieren. Der hat mir 2 GB von dem Spiel, welches ich da kopieren wollte, kopiert und danach war hängen im Schacht. Und ich denke mir nur, danke für die unvorhergesehenen Ereignisse. So, das gleiche machen wir hier nochmal. Weil es ja so witzig ist. Einmal aus der Distanz. Da-da-dam, da-da-dam. Ja, eSATA ist ja normalerweise wie eingebaut, ne? Aber nicht immer so ganz. Da kommen 46 Bit für die Einzelbildparty. Die Einzelbits-Party. Einzelbits. So, kommen Sie mal rüber. Cheer 100 würde alles normal laufen, wäre es auch langweilig. Das wäre total langweilig. Da könnte man ja fast was schaffen. Bananarama Man, yeah, 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 yeah. Hey, danke fürs Caligula, danke dir für deinen Abo-Einsatz hier. Du bist ja der Wahnsinn, Schier der Blinde. RTX Schier 2080. Der Cracky baut die ein schweißfrei. Ich baue die total schweißfrei ein, aber auch nur wegen der Kälte. Aber auch nur, weil das so schön frisch geworden ist. Schwengeldengel. Schwengeldengel. Der Craven ist schon 8 Monate dabei. Was geht ab? Danke, Mann. So, wo ist mein Chat? Chat Vader. Der muss irgendwo da hinten sein. Da, ich sehe ihn. Irgendwo am Limit. Warten Sie mal, ich nehme mich mal hier rüber, dann sehe ich das besser, wo ich bin. Komm doch rüber, Mann, und leg dich zu mir hin, weil ich so riesig bin, weil ich so riesig bin. Ja, es ist wunderschön. Das ganze Gefuddel hätte ich mir vorhin sparen können. Was auf Retro-LAN noch lief, ohne Probleme, läuft jetzt nicht mehr. Because of the safety, you know. Cracky, du bist der Beste. Cheer 100, Cracky, du bist der Beste. Egal, OBS läuft oder nicht. Der OBS war lange nicht der Bindestrich größer als Schneemann im Schnee, Schneemann im Schnee, Schneemann im Schnee. Oh Mann, der Schneemann im Schnee. Fang doch damit nicht an, bitte. Jetzt mache ich hier Feierabend. Wo sind die 480 Leute, wenn ich ja hätte ein Timespiel? Skandal. Genau. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Mettes, übernehmen Sie. Übernehmen Sie. Das kann nur am Tag liegen. Ja, werden heiße Games gegambelt. Aber das kriegt anscheinend keiner mit, dass hier einfach jeden Tag fucking Programm ist. Jeden Tag! Wir fummeln uns das hier gerade zurecht. Es tut mir leid, dass ich damit euch jetzt total nerve, aber naja, so ist das halt, ne? Ich habe das ja eigentlich schon zurechtgefummelt, aber dann lief es nicht.
Und danke, Sadar Prinzessin, für deinen Follow. Alert Box. Aber nicht jeden Tag. Doch, hier ist jeden Tag Programm. Jeden fucking Tag. Schier 100, Schier 100, Schier 100, Schier 100, Schier 100. Cracky mal wieder am OBS einstellen, aber egal. Eure Straße. EAMS sind immer super. Eure Straße EAMS. Was? What happened to her? Am OBS einstellen. Guten Abend, Travioli zusammen. Meinst du, ich fahre mit einem Ryzen 1600 16 Gig und komme mit einem Vega 64 und dann WQAD, die bis zur nächsten AMD geht? Gut, also ich beziehe Oculus Rift 4 Full Jumper Degree. Ja, klar, prinzipiell fährst du damit gut. Bananarama Man, yeah, 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 danke fürs Kekso 87, man kann ja immer noch die CPU upgraden, das ist ja das Schöne. Man kann die CPUs bezahlen, man kann sie upgraden. So, was machen wir denn jetzt? Ich habe keine Spiele da. Ich habe wahrscheinlich Rise of the Tomb Raider. Dann zocke ich halt Rise of the Tomb Raider und fertig ist. Es geht mir auf den Sack. Was ist denn da los? Also ist wahrscheinlich die Patriot SSD, diese Burst, die ist wahrscheinlich inkompatibel mit dem SATA, eSATA-Dock. Und darum hängt die sich halt weg, weil es haben jetzt zwei SSDs gemacht. Oder mein Hauptsystem ist beleidigt. Ich werde diese Schallplatte nicht kaufen. Sie ist zerkratzt. PogChamp 100. Sie ist zerkratzt. Oh, what? Wie hieß denn das Lied gestern noch? Dumped Axt. Wie war das noch? Head in Time. Time Rift. Aber welcher Time Rift war das? Music. Battle of the Birds. Awesome. Kann das thermale Tal nicht mehr sehen, please. Das geht in Rente. Da kommt die totale Resignation durch. Ich finde die Stimme so geil, haha. Die Stimme so geil. Der Caligula hat es jetzt endlich geschafft. Aber du warst doch auch schon mal da. Keine Ahnung. Ach, scheiß YouTube. My anus. Du musst weg auf die Nachtschicht. Ja, wie kann man nur eine Founders bestellen? Weil man sie beim Release haben will. Aber UPS hat mich im Stich gelassen. UPS hat sie nur halb zerstört, beziehungsweise Nvidia. I have to play. Schwengeldengel, Schwengeldengel. Danke, Ray VIP. Man muss sich nicht wundern, wenn das Ding nicht gepolstert ist. Knistern ist so brutal. Hm.
Ah, was eine schöne Musik. Hallo? Hallo? Ja, schöne Party hier. Livestream, ja, ja. Ja, Ravioli. Kennen Sie das? Seit 11 Jahren auf YouTube. Die Erfinder des deutschen Let's Plays. Ja, genau die. Ja. Wie? Ja, wir haben es halt durchgezockt genannt, du Pappnase. Schier 100 Cracky, kurze Frage mal. Kann man das aus Rock X 480 Tai Chi rein zufällig übergangsweise auch nu? Er mit einem 8-Pin-Apps CPU-Stromstecker ja. betreiben oder wird da der zusätzliche 4-Pin-Steckler für die CPU auch noch benötigt? Nein. Kannst das X470 Tai Chi auch einfach nur mit dem einen Dingensbummens benutzen. Das ist aber auch kein Thema. Ja, 200 Euro mehr und für die gleiche Leistung. Warum kauft man sich so noch kein Auto mit extra, was extra nutzlos ist? Ja, Basti, wie? Ich habe die für euch bestellt. Für niemanden anders. 849 Euro. Schier 100, ich glaube, der Text ist bissle klein. Das Teil ist schwer. Was meinst du, der Chat ist bisschen klein? Oder was? Oder welcher Text? Which text are you talking about? Dies Text reizt sehr. Ist alles kaputt jetzt. Wäre ich mal beim 4K-Streaming geblieben. Ich kann den Chat nicht ganz groß ziehen hier, ist auch Quatsch. Müsst ihr mit leben, in der Aufzeichnung sieht super aus. Aber hier habt ihr den Chat ja eh direkt nebendran. Das Teil kann was. Schier 100 SRY war nur, weil er viel geschrieben hat. Ach so. Der Text-Alert. Ja, man darf nicht zu viel in den Text-Alert schreiben, ja. Ja. Ich dachte gerade, es gibt hier ein Headset dabei, aber das ist offensichtlich der DisplayPort auf DVI-Adapter, der in diesem Zubehörkartönchen dabei ist. Im Chat fehlt links ein Stück. Ja, danke, ihr seht das ein bisschen besser. So, bitteschön, da ist es wieder. Und eine SIM-Karte ist auch dabei. Genau. Ach ja. Und wir wussten ja vor, also wir wussten ja auch 3 Tage nach Ankündigung genau, wie schnell die sein wird, nämlich nicht. Und genau deshalb ärgert es mich so, dass ich diese Karte nicht bereits Donnerstag oder Freitag letzte Woche in den Händen halten konnte, sondern ihr habt ja jetzt eh alle schon 5 Tests gelesen, das Jace2Sense-Video gesehen oder sonst was. Und ihr wisst eh alle, dass die nur so schnell ist wie eine 1080 Ti und dabei weniger Bildspeicher hat. Also insofern, erstes Gebot, 600 Euro. Ich baue sie gar nicht ein. Hier. Ja, DVI auf Displayboard. Adaptor. Und Schier 100, 1650 mit Einbau. Schier 100, 1650. Was? 650 mit Einbau. Eieieiei. Ja, schick, schick. Zubehör ein bisschen dabei in einer kleinen, in einem kleinen Schatülchen. Ach, ihr labert irgendwas über Zuschauerzahlen oder so, ne? Flippen wir mal alle Leute voll drauf aus. Das ist auch nicht so schön. Da werden richtig geile Games gezockt. Aber das ist halt die falsche Hardware-Seite, ne? Die falsche Seite der Hardware. Du bleibst lieber bei deiner 1070. Na, dann ist ja gut. Ja, wollen wir sie einbauen oder was? Ich weiß nicht. Können wir machen. Gucken wir uns das Ding mal an. Schier 100, der arme Mann kommt heute nicht wirklich beim Chat mit. Ja, wie soll er auch mitkommen, wenn er nichts trinkt? Bau mal ein. Wie soll ich denn bei dem Chat mitkommen? Ja? Wieso? Wie?
Nintendo Wii. We would like to play. We would like to play. Mann, ist die klein. Lächerlich. Guck dir das Ding da an. Meine Schulter ist top. Die Karte vererben kann. Aber lieber die Voodoo 2 ein. Kein PCI-Slot. Ich habe kein MSI-Board genommen aus der ersten Ryzen-Generation. Damn! So! Mach auf das Ding hier. Ah, zugeschraubt. Weiß ich nicht. Crysis kann nicht damit gehen. Glaube ich nicht. Könntest du mal einen TensorFlow-Benchmark auf der Karte machen? Die Werte würden mich sehr interessieren. Was ist ein TensorFlow-Benchmark? Wo kann man das kaufen? Kann man das runterladen? Wenn ja, wo? Aber wie soll ich mir das merken? Von daher läuft Minecraft. Hauen die Tensors dann ab? Wahrscheinlich. Ist für Deep Learning. Ja, das hilft mir auch weiter. Okay. Deep Learning. Komm darauf nochmal zurück, wenn das Ding drin ist. She has Tensor Cores, you know. Tensor. La 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 la. Warten Sie, wir müssen etwas runter mit dem Bild. Wir sehen ja gar nicht den Slot. Dies hier ist das Testsystem. Ich sage das nur einmal. Hören Sie mir zu! Zuhören! Ruhig! Ryzen 5 2600. 6 Kerne, 12 Threads. Übertaktet auf 4,1 GHz. 16 GB DDR4 3200 CL14. ASRock X370 Pro Fatality Pro Gaming Tralala. Wisst ihr Bescheid? So, keine gesleeften Kabel. Ja, das ist das Wichtigste für mehr FPS. Ich bin der Einzige, der das Ding in einen Rechner einbaut zum Testen. Alle bauen sie auf Testbenches. Weil jeder Rechner ist ja anders. Muss man ja nicht wissen, wie so eine Karte im Rechner läuft. Kann man die auch einstecken oder passiert da nichts? Die passt doch da rein. Hallo? Kauf dir ein Be Quiet Gehäuse. Ja, einmal 6, einmal 8. 2x8 hat die TI. Schier 100 Mann zockt eben immer im offenen Aufbau, ist doch klar. Ja, ist logisch. Auch immer den Rechner offen neben mir liegen, weil ist halt cooler. Ist voll logisch. So. HDMI. Run. Yeah. Danke fürs Abo. Oh, wer hat da abonniert? Who was that guy? Bulldozer FX8. Dankeschön. Sehr nett von dir. Viel Spaß mit unseren Ravioli-Emotes. Wir haben seit neuestem, haben wir unserem göttlichen Bersin zu verdanken, haben wir ein 3FX Love-Emote. Das ist der absolute Burner. Da kommt er.
Das ist ein wunderschönes 1000 Watt EVGA Supernova G2. Das ist das ehemalige aus meinem Hauptsystem. Das ist mit der Zeit ein bisschen laut geworden und ein bisschen zu too much. Weil da hatte ich ursprünglich auch mal zwei Grafikkarten eine Zeit lang drin in meinem Hauptsystem. Und jetzt fristet es sein Dasein in meinem Grafikkartentestgerät. Wisst ihr Bescheid? Das ist ein Frozer XL Kühler. Von MSI, gebaut von Thermalright, viel zu teuer, aber einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Eine kurze Liste, wo sie ungeschlagen ist. Aha. Canon Crisis, I don't know. Well, that's a stupid question, you know. Zweite Mücke im Ohr. Oh, Black Screen. Was ist denn jetzt passiert? Ich hab nichts gemacht. Hä? Außen wieder einstecken. Okay. Strange. RTX on, ja. Let's turn the sucker on here. Cracky, wir von ein große Kreisstadt von Baden-Württemberg linken dich so hart. Okay. Der 0K-Modus. Achso, die Grafikkarte braucht so viel Strom, dass die Kamera ausgeht. Das könnte sein. Ich sollte mal meinen Bildschirm anmachen. Schwengeldengel-Alarm. 10 Monate ist der Desperado dabei. Ich gratuliere dir dazu. Das freut uns doch sehr. So, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Hack-Mack. 666, the number of the beast. Als allererstes mache ich mal Display Driver Uninstaller, weil hier war vorher eine Radeon drin. Und da kicken wir dann erstmal alles weg. Und dann ist das gut. Click to download and support. Is this the link to this or not? Ich meine ja, oder? The Edge ist der schnellste Browser auf the world. Bananarama Man, yeah, 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 yeah. Danke fürs Abo. Cyberkrug! Hat Cyberkrug ein Abo geschenkt? Moment, Nelson Manns hat Cyberkrug ein Abo geschenkt. Wupp, 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 wupp. Cyberkrug, ich glaube, du hast jetzt die Möglichkeit, dieses Abo für $1 um einen Monat zu verlängern. Hängt wieder. Lag. Meine Internetverbindung ist weg. Weil Steam. And all of a sudden Steam comes along and downloads with no Beschränkung. So sorry for that. Bananarama Man. Yeah, 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 yeah. Danke fürs Abo. Ich hoffe, es beruhigt sich jetzt wieder. Denn Steam macht alles kaputt. Beenden. So, ausführen. User's Desktop DDU. So, jetzt ist wieder grün hier. Sollte sich der Stream wieder fangen, wenn jetzt ich bei irgendwem komisch lalle, dann einmal F5. Und dann geht das wieder.
DDU hat festgestellt, dass du dich nicht im abgesicherten Modus befindest. Korrekte Sache. Wo ist denn die Überprüfung dafür? Da. Dann starten wir dich nochmal. Dann sagen wir, ja bitte abgesichert. Mach mal. Zack. Welche CPU und Grafikkarte für Full HD Gaming? Ryzen 5 26 oder 26X und eine RX 570 mit 8GB, 580 mit 8GB oder die 1060 mit 6GB. Erklär das mal bitte dem Opa. Warum musst du was ändern, weil eine Radeon drin war? Ich will nur den letzten Treiberrest der Radeon rauskicken. By the way, hier, das ist doch interessant. Sie leuchtet! Ah, sie leuchtet. Sie sieht aus wie ein Sandwich. Sie ist schön. Ich mag das total, dass das eine Zwei-Slot-Karte ist. Warum sind kaum noch 1080 Ti's verfügbar? Wahrscheinlich, weil die jetzt weggekauft wurden wie geschnitten Brot. Von den ganzen Leuchten. Von den ganzen Leuchten daraus. 3DFX Power. 3DFX Power. Teenage Mutant Ninja Power. Ja. True Story. Ist doch wunderschön, oder? So, was ist hier los? Select a Device Type. GPU. AMD. Säubern und herunterfahren. Säubern und Neustart. Empfohlene Aktion. Genau, wir wollen AMD-Treiber runterkicken. Teste mal, ob bei über 120 FPS Spulenfiepen hat. Ja, wir werden... Ja... Wie kriege ich da meine Spiele rüber? Das geht mir so auf den Sack, ehrlich. Ich habe dieses Gerät halt nicht regelmäßig am Netz. Das heißt, diese ganzen Multiplayer-Games, die interessant sind für Leute, machen halt immer so... Ja, Probleme, weil sie ständig geupdatet werden, ne? Und ich habe den Rechner halt nicht jeden Tag an. Und wird nicht geupdatet. 100 kannst du einen WQHD-Monitor zum Zocken empfehlen? Nee, pauschal aus dem Stegreif leider nicht. Ich habe zwei Stück. Aber... Ja, es tut in den Augen weh, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Guck mal hier, blau, grün und dann hier oben auch noch rot. Mann, hat der Typ Geschmacksverkalkung. Also ich habe einen schönen Yama an meinem Hauptsystem. Das ist halt ein nettes FreeSync-Display. Aber, ja. Bildschirm kauft man halt nicht jeden Tag, ne? Also ich bin mit meinem Yama sehr zufrieden. Ich war auch vorher mit dem Dell sehr zufrieden. Das war ein IPS-Panel. Der zählte eigentlich zu den Displays, wo die Leute gesagt haben, damit kannst du nicht zocken. Aber alles cool. Frostbot. Guten Abend. Auf die Datei kann nicht zugegriffen werden, auf den Treiber. Ja, wieso auch? Dann kopiere sie halt rüber. Meine Güte, ey. Nvidia-Treiber installieren ist schon eine Qual. Das ist der ganz aktuelle 411.63. Und jetzt kommt bestimmt der nächste, der schreit, da gibt's schon eine Beta. Ja, Zimmerleuchte in weiß. Das ist mir nur Latte. Keine gesleeften Kabel. Ketchup-Kabel, Ketchup-Senf-Kabel. Und hier, eine serielle Blende. Dieser Rechner ist der hässlichste Rechner, der jemals gebaut wurde. Dafür stehe ich mit meinem dicken Daumen. Da geht's bei mir nämlich überhaupt nicht drum, Freunde. Wer mich noch nicht kennt. Das Ding muss laufen. Ich brauche auch einen Bildschirm. Da muss was passieren. Ja, ist Sarkasmus. Weil es ist auch viel Wahrheit dabei. Die Optik ist mir so latte. Hauptsache, es hängen keine Kabel in Lüftern. Und dann ist für mich alles rausgeschmissen Geld. Diese gesleeften Kabel, Netzteil-Shroud finde ich auch nicht so pralle, wenn ich ganz ehrlich bin. Mein Seitenfenster kann ganz nett sein, ja? Und wenn es farblich aufeinander abgestimmt ist, klar sieht das nett aus. Aber ich würde mich dafür nicht in Unsum stürzen.
Das ist ein übertakteter Ryzen 5 2600 auf 4,1 GHz auf allen Kernen. Also ein 6-Kerner, 12 Threads. Und diese Treiberinstallation ist ein Riesenspaß. Was macht denn mein Steam? Ist denn da überhaupt irgendwas ready to launch? PUBG natürlich nicht, The Hunter nicht. Na, CSGO ist ready. Das ist doch schön für FPS. Doom ist schön. Rise of the Tomb Raider. Was will ich mehr? Die GeForce Experience, die möchte ich eigentlich nicht haben. Wie viele Spiele habe ich bei Steam? Keine Ahnung, du. Steht das hier? 326. Binusche definiert. 3D Vision brauche ich eigentlich auch nicht. Wächter mit. Vielleicht den Treiber, aber. So. USB-C Driver. Okay. Und was hast du? Ich hab Spaß. Machen wir 327 draus. Willst du mir was giften? Naja, pro weniger als der Ombre. Ja, der USB-C, da hat irgendwie keiner was drüber gesagt. Als die Karte so weit vorgestellt wurde oder so. Keiner ein Wort drüber verloren. Ich könnte mal, natürlich, hier auch audiomäßig den Rechner connecten. Wir gleich auch Ton haben bei der Spielerei. Wenn er denn irgendwann mal installiert ist, der Treiber. Dieser Treiber ist ja anscheinend. Do you speak English? I speak English, of course. This is a German show. I read your comment before that you found this is a nice rig. So I know what you, I understand what you are writing. Das ist so, also Grafikkartentreiberinstallation bei Nvidia. Do you have a build write up of what you just built and price? Actually not. You're from the States or from England? Zufällig eine Vega 64 im Haus? Nö. Laut den Maßen soll wohl in der Meshefile passen. Achso, ja, aber die dicke 56 hat auch gepasst. How much did that come cost to build in your currency? Well, this is a system I built many days ago. This is a test system for GPUs. So I always exchange the GPUs. So this is an ASRock X370 Fatality Pro Gaming. Don't know the complete name. Motherboard. It's pretty expensive. Deluxe board for the first Ryzen generation. About 200 euros, you have to pay for that. Then the CPU is the Ryzen 5 2600 without the X. It's overclocked up to 4.1 gigahertz. This is about 160 euros. Then for the RAM, G-Skill Trident Z, 3200 megahertz with CAS latency 14. This nice red and black kit. I don't know the prices. Correctly, think 180 euros. The cooler is pretty expensive. Yeah, it was a present from MSI for a test video I did. So I use it here. It's about 90 euros. It's a Froser XL. As you can see, push-pull configuration. Normally it looks a little bit different, but then I couldn't build in the RAM. So I have to remove some plastic parts of it.
For the power supply, 1000 watt, EVGA, 1000 G2. This is way overpowered. Normally, 650 watts or 750 watts would fit. About, you have to pay about 140 euros, I think. And for the drive, I think we use an SSD only. Let me have a look. Yeah, I don't know. It's not so big, but it fits on my test games. Jetzt cracky auf Chinesisch. Ja, ich bin ja so nett und wollte das einmal kurz erläutern, was hier Sache ist. So, Treiber installiert. Da sind wir. Hallo, auf dem System. Cracky der Ehrenmann. Ja, wir sind so nett. Lass mal gucken. Would you recommend RTX over the 1080 Ti? Well, looking at the tests out there and the... Yeah, all the... I don't think so, but I just didn't use it yet. It's first time. So, 250 Gig SSD, 250 Gigabytes. Sollen wir rebooten oder nicht? Man weiß es nicht. So. Wo mache ich hier DSR? Da. Wie viel muss ich einstellen, um auf 4K zu kommen? Ist das vierfach? Bei Full HD? Bin mir gerade nicht sicher. Danke. Reboot schadet nie. Ja, mach mal auch. Ich müsste auch noch den Afterburner noch aktualisieren auf die aktuelle Beta. So. Den habe ich auch noch vorhin runtergeladen. Auf den Stick konnte ich ja kopieren. Reboot tut gut. Machen wir gleich. Warum kann ich denn nichts mehr direkt von dem Stick installieren? Was ist denn hier los? Kopieren geht, aber keine Setups ausführen oder was? Sehr ominös. Update me, baby. Der Stick ist am Ende. I can say this. I never used the 1080 Ti. I never used the RTX 2080. So, I can't tell you that. All the recommendations out there say the 1080 Ti is the better bang for the buck for this price point. So, because of the more video RAM, 11 gigabytes over 8 gigabytes, and the same performance. So. That's all I know. Ne, es ist nicht der Nvidia-Stick, das ist der... Mein Kingston, den habe ich aber eigentlich leer geballert und gedingenst, formatiert. Cracky, teste mal bitte eines der über 100 Spiele, die RTX unterstützen. Ich brauche einen Kaufgrund für die Nvidia RTX. Ja, wenn die dann rauskommen, wenn man denn jetzt schon ein Spiel hätte dafür. Der dynamische Ausgabebereich, ja, das sieht wieder so blass aus. Ist auf jeden Fall begrenzt. Lasst mich mal gucken. So. Video, wo war das denn noch? War das Farbeinstellung? Bananarama Man. Yeah. Danke fürs Abo. Bart G. Dankeschön. Danke dir für dein Abonnement, Dude. Schier 100, was macht DSR? Skaliert ihr die Auflösung nach oben, oder? Ja, das ist Downsampling. Das heißt, du renderst intern in einer höheren Auflösung. Voller Ausgabebereich. Ich möchte gerne schwarz haben und nicht grau. Guckt mal hier unten auf die Taskleiste. Ha. Und 60 Hertz, bitte.
Das ist, glaube ich, schon besser jetzt. So, hier einmal fertig. Danke an alle neuen Follower. Ihr seid total verrückt. Let's reboot. Green Zucchini, Greeny Zucchini. Bananarama Man, yeah, 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 yeah. Danke fürs Abo. Thanks a lot. Der Nelson Manns ist heute voll in der Geberlaune. Schenkt dem Soul Legend ein Abonnement. Dankeschön. Die internen Datenübertragungsdateien sollte man deaktivieren. Aha. Bananarama Man, yeah, 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 yeah. Danke fürs Abo. Ich weiß leider nicht, wo. Boah, hier ist ja heute die Hölle los. Fleisch. Im Cinemensch 60, im Prime 72. Tipptopp. Mach dir keinen Kopf. Gleich erstmal übertakten mit MSIA Afterburner Kappa 100. Zip. Mein Ausschnitt ist zu groß. Die Finger, die sie zum Wählen verwenden, sind zu fett. Was zockst du zuerst? Ja, das, was ich drauf habe. Rise of the Tomb Raider natürlich. Ich muss ja sehen, dass die Karte auf den Sack kriegt in 4K. Da kann ich glücklich schlafen gehen. So. Bananarama Man, yeah, 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 yeah. Danke fürs Abo. Der Nels hat dem Mücke ein Abo geschenkt. Awesome! Wupp, wupp, wupp. Das ist das Bild vom Elo. 100 und wenn übertakten, Ram bringt mehr als Glock. Ja, habe ich schon mitbekommen. Danke nochmal für den Hinweis und danke für die Bits natürlich. Wie lange geht's heute? Nicht so lang. Ist ja Montag. Hallo? Ha. Bananarama Man, yeah, 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 yeah. Danke fürs Abo. Itiomi. Itium. Itium. Itium 81. Dankeschön. Ist eine 27X gut für Videobearbeitung? Definitiv. Montag ist dumm. Freitag wäre mir auch lieber gewesen. But suddenly UPS. Kann ich auch nichts für. Wie viele FPS wohl du machst? WH1P. Danke dir für dein Abonnement, Dude. Du darfst gerne einen Videolink posten. Bringt mir das Performance, wenn ich das deaktiviere, oder nur ein ruhiges Gewissen? Brains World X. Dankeschön. Mit DHL wäre die Delle aber größer gewesen. Da hätte ich zwei Karten bekommen. Zwei Karten zum Preis von einer. Warum testet Jace 2 Cents Rise of the Tomb Raider in DX11 mit deaktiviertem Pure her? Warum? Nur mal so. Warum? Warum geht das Menü nicht auf? Warum hast du eine Maske auf? Warum liegt hier Stroh rum? 4K bitte. Weil er es kann? Ja, wer will auch eine Grafikkarte fordern? Also, klar. Wer will auch von einer 800 Euro, 1000 Euro Karte sehen, was sie kann? Wo ist mein Afterburner? Du musst schon wieder weg, bevor er ein Spiel gestartet hat. Skandal im Schwerbezirk. So, RTX 2080, sehr schön. Wir gucken mal, was wir alles überwachen wollen. Die CPU-Auslastung ist durchaus interessant. Der CPU-Takt eher weniger, da reicht uns einmal. Die Framerate, die Frame-Time natürlich auch. GPU-Auslastung, GPU-Temperatur, Speicherauslastung, Prozessortakt, GPU-Spannung. Wenn wir die anzeigen können, immer zu. Limits interessieren mich gerade gar nicht. Wir wollen die Karte erstmal normal betreiben und machen das halt entsprechend maxed out in DX12 in 4K. Und ich muss hier natürlich noch sagen, dass er das hier hochskalieren soll, weil sonst sehen wir nichts. Feuer! Hat mich nur geärgert. Sind wir noch zu klein? Warum ist das so klein?
Ah, jetzt ist es größer. What the hell? Ist das für euch im Stream angenehm? Ich glaube, einen Ticken mehr ist besser. Ja, wir hatten... Also das ist erstmal der, das ist erstmal der gemein... Hier 100 dat geothermale Tal wehob wehob. Wehob wehob. Was denn jetzt hier? Achso, jetzt hat er vergessen, dass ich... Dass ich downsample. Das ist natürlich erstmal sehr gemein von mir. Mache ich aber mit Absicht. So. Ich habe hier halt im Prinzip den Vergleich mit einem Crossfire gespannt mit zwei Vegas. Wo ist meine Livecam, wenn man sie braucht? Okay. Nee, das ist alles fake, Donny. Das ist alles. Das sind nicht 400 Leute. So, wir hören ein leichtes Säuseln der Karte. So. Na, wo ist sie denn? Wo ist denn die Livecam? Ich hasse das. Videoaufnahmegerät. Livecam. Bupp. So. Surft! So. Wunderschön. Jetzt brauche ich noch Ton auf die Ohren. Und dann bin ich ein glücklicher Mann. Höre ich mich jetzt selbst? Hören wir das Spiel? Nö. Wie kann man auch? Wie könnte man jetzt das Spiel hören? Also müssen wir es nochmal beenden. Der Ton vom Mikro ist gerade etwas komisch. Das heißt, Tarao, Gamerboy. Nicht an den Bildschirm ausgeben. Bitte hierhin ausgeben. Als Standard. Und dann bitte nochmal starten. Dankeschön. So. Lag? I don't know. Cracky ist mein Idol. Bebop, Bebop. Warte mal, Vega 64 versus RTX auf Vulcan Engine wird bestimmt lustig. Nicht für die RTX. Ich habe keine Vega 64. Streamst du nicht normalerweise in 1080p? Wenn ich hauptsächlich bastel, ja. Aber wenn man zockt, ist 900p besser. War es ganz dumpf. Ja, wahrscheinlich, weil ich weg vom Mikro war. Oder so. Spannung steigt. Bin auch ganz neugierig. So, dann auf ins geothermale Tal. Es gilt, Vega 56 im Crossfire-Verbund zu schlagen. Ich weiß, es ist unfair. Wollen wir mal einen Deckel drauf hier? Habe ich irgendwo ein Mauspad? Normalerweise wohl. Da ist es. Das ist es.
Aha, das ist beeindruckend. So. Das ist Rise of the Tomb Raider in 4K, maxed out, ohne Kantenglättungsgeschissel. Kia 500. Kia 500, was? Vega war besser, aber Vega hat auch 700 Watt verbraucht. 750 Watt oder wie viel hatten wir? Hier 100, 750. 11 Einseinsel. 750. Wo ist denn hier das Schiff der 80 Euro dafür? Und dann ist das Jod. Aber ist billiger, das stimmt schon. Aber gut, das ist halt dieses Extrembeispiel mit diesem einen Spiel. Welches halt schon generell einfach ein bisschen unfair natürlich ist, das zu sagen so. Weil das Spiel halt sehr, sehr gut skaliert. Guck mal, der Bildspeicher ist voll. Der Bildspeicher ist voll. Leck mich am Arsch. Immer die YouTube-Video geschaut und das erste Mal live hier bei dir. Finde dich einfach. Herz, finde dich einfach, die Videos zum Schauen. Super. Finde ich auch. Danke. Speicher fast voll. Ja. Wir haben auch gerade so einen Nachladeruckler gehabt. Das hatten wir bei Vega nicht. Warum hat... Ah, jetzt hat er wieder ein bisschen leer geballert. Aber es sieht traumhaft aus. Es hat eine super Frame-Time. Cracky, druck schon mal einen Retourenschein. Das ist der Witz Nummer 1. Auf der Rechnung, die dabei liegt, steht Rückgabe ausgeschlossen. Wir setzen uns einfach mal gegenüber EU-Richtlinien hinweg und sind halt so. Weil wir sind Nvidia. Auslagerungsdatei auf HDD einrichten. So, wo müssen wir denn hin? Im Zweifel dahin. Ich will mir einen Tower zulegen, aber meine Beine sind... Was? Ich will mir einen Tower zulegen, aber meine Beine sind zu kurz. Was soll ich tun? Laptops sind zu teuer. Deine Beine sind zu kurz. Gibt's da nicht einen Tisch für dich oder so? Wir haben hier echt Nachladeruckler. Krasse Scheiße. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Blob. Hoppala, abgesoffen. Und wieder raus. Okay, was geht hier ab? Jetzt ergibt es einen Sinn, wenn ich diesen Anweisungen folge. Na, ist halt, ja gut, es ist maxed out, ne? Ich denke, wir hitten hier so ein bisschen den RAM, das RAM-Limit und daher haben wir diese Aussetzer. Oder hier wird irgendwas projiziert, was zackt. Wie gesagt, ich wollte die Karte extra ärgern. Ich weiß nicht, ob der Mathe schon geändert hat auf Rise of the Tomb Raider, das Spiel, das wir gerade spielen. Wo muss ich lang? Da oben! Guck mal da oben! Bergstoff! Wo geht's denn hier lang? Hier hoch? Pilling! Alle hopp! Mist, ich hab nicht reagiert. Ich war von den Frame-Times so abgelenkt.
Tja, Rise of the Tomb Raider ist anscheinend dein Meister hier. Ich denke, es liegt an den Texturen. Nee, ist was anderes. Oder? Wir lassen ihn mal kurz tun und machen. Hier 100 kann es sein, dass die Treiber noch nicht komplett angepasst sind für die RTX. Ich denke, der Bildspeicher ist voll. Jetzt haben wir 50 FPS bei hohen Texturen. Ja, es kann natürlich sein. Also normalerweise sind die 8 GB ja nicht voll. Aber das sieht schon nach VRAM-Limitierung aus, ne? Und ich habe ja noch nicht mal irgendwie eine andere Kirmes an. Der muss dann swappen wahrscheinlich. Jetzt geht's gerade. Jetzt stockt es wieder. Das kann nur am Ryzen liegen, Freunde. Das kann nur der Ryzen sein. Am Ryzen kann man halt nicht zocken. Ach, halt dich doch fest, Mädel. Geh doch da hoch. Flickst und zugenäht. Mit dem Licht gerade. Ich meine, die Szene explizit hatte ich jetzt auch nicht auf der Vega anlaufen. Ne? Das lief ja gerade im geothermalen Tal wesentlich fluffiger. Aber es scheint echt eine Limitierung zu sein. Verschwörung. Ja. Bin ich schon ungewöhnlich, die hohe VRAM-Belastung. Das ist aber ganz normal. Mach mal RTX an, ja. Ja, die CPU ist zu schwach für die Karte. Die CPU langweilt sich. Und wenn dann alle Texturen da sind, dann ist sie zu schwach, ja. Hört sich logisch an. Akropolis. Muss ich hier lang? Nicht wirklich, oder? 4 GB auf Diskette ausgelagert, Kappa 100. Ja, auf Disk, genau. Blum, blum, blum. Gibt's hier unten was außer dem Tod? Glaube nicht, Tim. Ah! Mach doch mal einen Leuchtstick an, Mädel. Guck mal, jetzt sind es nur 4,3 GB. Vielleicht ist immer noch DirectX 11 besser, ja? Ist dann durchaus möglich. Das werden wir ausprobieren. Fortsetzen. Spielst du jetzt auf 3DK oder wie das heißt 4K? Was ist da der Unterschied? Das ist 4K. Intern berechnet. Unter Full HD ausgegeben. Und schon limitieren wir wieder. Ganz kurios, gell? Kommt mit den maximalen Texturen da irgendwie nicht zu Potte.
Ja, Bledi, aber das trifft halt nicht auf die AMD-Karten zu, ne? Also mit AMD-Karten war Rise of the Tomb Raider in DirectX 12 in dem späteren Bild, so wie du es jetzt hier siehst, war es eine Wucht mit den AMD-Karten. Da wollte man kein DirectX 11 mehr nehmen. Aber scheinbar ist da was im Argen. Wir probieren mal DirectX 11 aus. Auf meinem Grafikkartentestsystem Desiro. Das ist der Ryzen 526 auf 4,1 GHz übertaktet, nicht 4,7. Und Ryzen 5 2600, ne? Genau. Ja klar, braucht 4K mehr Bildspeicher. Aber irgendwas stimmt da ja nicht. Dann lassen wir da X12 weg, lassen den Rest, wie es ist, und Feuer. Rise of the Tomb Raider und Nvidia inklusive DirectX 12 lief bei dir auch nicht rund. So, fortsetzen. Schon was anderes aus der Tomb Raider? Nö, das ist das erste Spiel. Wenn das jetzt besser läuft, ja, dann ist das so. RAM ist vollgeballert. 7,6. Knapp 50 FPS. Das ist jetzt DirectX 11. Mal gucken, wie das läuft. Sieht pauschal schon mal besser aus. Wir laufen jetzt hier mal ein bisschen rum. Holy shit. Danke fürs Abo. Der Empire D 186. Danke dir für dein Abo. Sehr nett von dir. Viel Spaß mit unseren Ravioli-Emotes. Was sagt der Stromverbrauch? 300? 300 paar zerquetschte? Für Rise of the Tomb Raider soll es noch ein RTX-Patch geben. Ja, einen wunderschönen Abend, Kampfhamster. Wünsche ich dir auch. Verdammte Axt, wo geht denn das hier lang? Da. Das muss doch da lang gehen. Ja, 1, 2. Ich will ja hier auch niemanden erzeugen. Was ist der Unterschied zwischen 12 und 11? Ja, eigentlich ist der Renderpfad die komplette Herangehensweise, wie die Spielengine mit der GPU und dem Treiber kommuniziert. Beziehungsweise bei DirectX 12 kommuniziert das Spiel wesentlich direkter mit dem Grafikprozessor. Also, ich habe das damals verglichen mit einem Teller, der in verschiedene Bereiche unterteilt ist bei DirectX 11. Und dann hast du in dem einen halt dein Fleisch, in dem anderen dein Gemüse und was weiß ich nicht was. Und dann musst du hier löffeln, da löffeln, da löffeln. Während DirectX 12 einfach die geile Eintopfschüssel ist und du kannst alles auf einmal mitnehmen. Zumindest ist es generell bei AMD-Karten so. Also mir fällt kein Spiel ein, welches halt X12 hat, welches nicht bei AMD-Karten profitiert, außer den neueren Battlefield-Ablegern. Aber die scheinen da eh nur Mumpitz zu treiben, aus purer Absicht oder Gefälligkeit. Man weiß es nicht so genau. Kann man das in die Luft sprengen? Kann man das abfackeln? Anscheinend nicht. Buff. Es hat Buff gemacht und wir gehen mal den Lichtschein hinterher. Ja, die haben Rise of the Tomb Raider ja weitestgehend gut optimiert. Gut, das ist jetzt 4K, ne? Also wenn wir jetzt nicht im Grafiklimit hängen, wann denn sonst? Also, das ist ja mal ganz klar. Das ist ja eh der Faktor. Wenn du 4K zocken willst, dann muss der Prozessor ein gewisses Grundmaß an Performance erfüllen. Und dann hast du nur noch minimale Unterschiede. Es sei denn, du spielst halt so CPU-Krücken, ja? So spezielle Games, die nur mit einem Thread laufen, wie Cities oder sowas. Ja, irgendwas ist da mit dem Speichermanagement nicht ganz koscher bei DirectX 12.
Das ist einer der Punkte, der PC Games Hardware auf jeden Fall aufgeführt hat, dass halt irgendwo das mit den 8 GB sehr unglücklich ist bei der 2080. Ich komme mit diesem neuen Feature mit dem Enterhaken noch nicht so klar. Einmal fallen lassen. Nee, was ist das schön? Das ist eine Treppe, oder? Will man da runter? Sieht gefährlich aus. Erstmal hier hoch. Ist das der richtige Weg? Irgendwie war ich hier doch schon. Meine Orientierung ist für den Popo. Stell den Campingwagen nicht dahin. ...74 Grad, immerhin. Ich meine, das ist schon ein Träumchen, wie das jetzt hier aussieht auf dem kleinen 1080p-Display. Das ist schon der blinde Wahnsinn. Bin ich richtig hier? Soll ich hier hin? Irgendwie nicht, oder? Kommen wir. Toll. Also ich finde die Performance nicht verkehrt. Nicht von schlechten Eltern. Dafür, dass das 4K ist, dafür, dass es maxed out ist, ist das schon sehr, sehr respektabel. Da nimmt man dann halt ein bisschen Pure heraus oder so, wenn man dann die 60 unbedingt überschreiten will. Wobei ich persönlich finde, dass man dieses 3D Third-Person-Action-Game relativ gut mit solchen Framerates spielen kann. Zumal, wenn du dann so ein Sync-Display hast, dann ist das auch cool. Das kann doch nicht gut gehen. Ja, in den Tod! Bam! Die Star Wars Demo, die kriege ich bestimmt nicht runtergeladen in unserer Zeit, die wir haben. Lasst uns mal eine niedrigere Auflösung probieren. Ach, ich habe jetzt nur den Faktor eingestellt. Wir können ja einfach mal auf Full HD gehen, just for fun. Das ist die Anzeige jetzt natürlich gigantisch. Machen Sie mal kurz kleiner. Falscher Reiter. So, das ist Full HD. Ja, Karte bei 99%. Hier noch alles cool. Ja, ich bin ja maxed out mit den Details. Also, ihr seht ja, selbst in der Auflösung haben wir 6 GB Videospeicher weg. Yippie! Hier hinten muss es lang gehen. Ich sehe die Tür. Ah, ne, da komme ich doch her. Verdammte Axt, wo geht das hier lang? Ah! Rise of the Tomb Raider haben sie zwischenzeitlich auch so gepatcht bekommen, dass es richtig geil auf Ryzens läuft. Man will es ja nicht hören. Aber es ist so. Ich muss nach da. Also einmal hier rum. Einmal geradeaus. Fuck! Vor dem Tor links da drin. Ja, da bin ich ja gerade lang gegangen. Da bin ich zurückgegangen.
verdammte Axt. Ja gut, hier haben wir ein bisschen CPU-Limit. Tja, ich würde gerne weiterspielen, aber ich habe keine Orientierung. Nehmen wir das mal mit. Wenn du links rumläufst, kommst du wieder in den Wald, wo es weitergeht. War das hier nur so ein Abstecher? Hey, Cracky, für was ist der MSI Combustor, den es auf MSI-Seite gibt? Keine Ahnung. Ganz ehrlich. Ja, ist 12 Uhr, bitte mal umstellen, um zu schauen, wie es bei Full HD läuft. Meinst? Wegen der CPU-Auslastung oder was? Du tut sich da so weh. Ne, im Rucksack ist leider kein Hubschrauber drin, ne? Da haben wir keinen Hubschrauber. Kein Hubschraubschraub. Wir speichern mal. Und sagen jetzt zurück zum Hauptmenü. Ach, Combustor ist zum Stressen der GPU. Und dann laden wir mal. Und dann bleiben wir hier mal stehen. Und dann sehen wir 100 und 110. 109, 110 FPS. 6,4 Gig. Uns geht super in Raunen. Und wir? Ironfur, hi! Ja, das ist Spider-Man Reloaded. 110, 6,4. Bist du zu spät? Nö, 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 nö. Du doch nicht. Ein bisschen machen wir noch. DirectX 12. Kann Probleme geben. Lädt ab. Tja, wo die das jetzt alles so spitz gekriegt haben, was so die Preise sind, die Kurse sind für die Grafikkarten. Ich weiß nicht, ob die 1080 Ti noch weiter den Weg nach unten suchen wird. So, DirectX 12. Please wait. Mehr RAM-Auslastung, schlechtere Performance. Just Nvidia things, you know. Was würdest du empfehlen? GTX 1060 oder RX 580? Das ist so ziemlich gehopst wie gesprungen eigentlich. Die RTX hat ein bisschen mehr Videospeicher, läuft besser und hat halt X12 in der Regel. Und meiner Meinung nach hat die für die Zukunft ein bisschen längeren Atem. Braucht aber mehr Strom. Die 1060, sehr effizient. Schneller bei einigen Spielen. Ja. Ah, Performance ist hier schlechter. Anzeige. Das macht nicht viel SMA. Wir können natürlich Super Sampling machen hier. Untenrum Cheer 100. Bams, bitte ein bisschen Last. Hoppala. Super Sampling ist ja nichts anderes jetzt im Prinzip als das Downsampling. 58 FPS. Sieht auch ganz gut aus.
Ja gut, das ist für mich dann auch erstmal ein schöner Eindruck von Rise of the Tomb Raider. Ich habe da noch nicht so viel Erfahrung gesammelt, was DirectX 12 und Nvidia-Karten angeht, aber offensichtlich ist ja DirectX 11 der Way to go. Und das, die 4K-Performance in DirectX 11 maxed out finde ich schon sehr ordentlich. Klar sind wir nicht über 60 FPS, aber das ist schon ziemlich gut. Back to the main menu. Ja, die Karte ist halt schon sehr teuer, das stimmt wohl. So, Counter-Strike. Ich weiß, wir werden jetzt gnadenlos ins CPU-Limit laufen. Aber vorhin kam ja die Frage, hey yo, weint sie oder weint sie nicht? Ich werde jetzt einmal den Benchmark laufen lassen, dann haben wir kein FPS-Limit mehr. Und dann hören wir mal, ob die Karte heult. Ich glaube, die Karte hätte mehr VRAM gebrauchen können. Sehe ich auch so. Für 850 Euro kann man auch ein bisschen was verlangen, ja? Matti, dir auch eine gute Nacht. Danke fürs Einschalten. Ich muss nochmal fragen. Meinte ich, eine Vega 64 würde gehen mit 500 Watt Straight Power und Ryzen 1700? Wird eng. Straight, wenn du ein gutes Straight Power hast, dann würde ich lieber die 6. Ich würde generell lieber die 56er nehmen. CSGO. Seit wann ist das denn da? Was zur Hölle? Was ist das? Was ist passiert mit meinem lieben CSGO? Hilfe! What the fuck just happened? Oh my gosh! Boo! Boo! Pfui, pfui. Warum macht ihr das? Warum erschreckt ihr mich so? Ich meine, das Menü vorher war nicht intuitiv, aber... Das jetzt? Really? CSGO spielen. Was stimmt denn nicht? Ja, das Menü. Ich habe das noch nie gesehen. Wann haben die das denn geändert? Voll auf Hippie gemacht hier. Ich höre da gar nichts. Heulen tut da nichts. Ich mache mal einen Deckel auf. Ja gut, wenn du direkt mit dem Ohr dran bist. Das ist 4K. Und halt eine Ryzen CPU, ja? Man sieht ja, was der Prozessor zu tun hat. Sie säuselt schon, ja? Sie quietscht schon so ein bisschen. Dann ist etwas, was natürlich im offenen Testbench oder im Mini-ETX-Tower direkt neben dem Korb wahrscheinlich auffällt. Aber wenn du ein Gehäuse hast, wo ein Deckel drauf ist,
Ich nehme mal jetzt Deckel drauf. Minimal. Minimal. Ja, das ist ein 2600er übertaktet. Auf 4,1 auf allen Kernen. Kommen die Windgeräusche aus dem Rechner? Das ist das Spiel. Ja, 320 Watt Verbrauch ist sehr nett, ne? Finde ich auch. So, jetzt haben wir wunderschön hier FPS Limit. Ich komme auf dieses Menü. What were they thinking? Ja gut, man kommt klar. Ich krieg das hin. Das 2 Deathmatch. Los geht's, Baby. Auf die Fräse. Ist das oben rechts die Wattzahl? CC. Also ist ein Wattometer, was ich in die Steckdose habe. Was zwischen. Da ist übrigens der Gerät. Ja, nicht schlecht. Wow, der Gramscher ist auch schon 7 Monate dabei. How awesome is this, dude? Danke, Mann. Einfach geil, Freunde. Ah, ja, gut. Wegen mir. Was ruckelt und zuckelt hier so? Ich glaube, ich bin am Downloaden. Das ist mein Problem gerade. Mann, ist der Typ dumm. Spieleinstellungen. Klassisch statisch. Aua. Was habe ich für ein Lag? Das Wattometer zeigt, ob das Wasser bald kommt oder man noch wandern darf. Kleiner als 3 High Guys 100. Oh Mann, ey. Der ist hier am Downloaden im Hintergrund, glaube ich. Wartet mal, ich muss das mal weiter einschränken. Ich habe voll den Lag. Oh. Wer bekommt nach dem Test die GPU? Mr. X. Ich denke kaum, dass die bei uns in unseren Reihen bleiben wird. Downloaden beim Zocken. Ja. Holy shit. Ich gebe den Traum ja nicht auf. 76er Ping. Ne, das funktioniert nicht. Jan Delay. Bam. So hast du natürlich keine Schnitte. Warten Sie mal. Wir müssen das mal abschalten. Einstellungen. Downloads während des Spiels erlauben? Nein. So, dann gehen wir hier wieder auf 2, bup, bup. Ja, ja, aber ich habe es ja vorhin extra umgestellt, damit ich während Rise of the Tomb Raider weiter meine Spiele updaten kann. Damit ich euch vielleicht noch was zeigen kann. Ja, PUBG, genau. Ich habe halt vorhin probiert. Ja, trotzdem, ich bin ja hier, ich stream ja hier mit einer ganz guten Bitrate. Da bleibt nicht so viel für meinen Ping übrig. Heute irgendwie. I don't know. Suspekt. Gibt's hier auch Gegner? Da wäre einer gewesen. Oder ich habe einen schlechten Server erwischt. Aufgrund meines ursprünglichen Ping-Verhaltens. Aber wer weiß das schon so genau. Gewonnen! Ach nee. Ich habe eine VDSL 50. 50 runter bis zu 10 hoch. Kann man hier auch voten? Ach nee, ist das 2 only. Hey Pasta, was ist los? Hier. Hättest du dir mal besser diese Grafikkarte gekauft? Haha. Just kidding. Ja, wegen mir CT. Wo ist jetzt die Lara? Moment.
Sie wacht über mich. In die Gesichtshälfte. Damn. Genau. Deutsche Telekom. Gibt nichts anderes hier. Die haben auch den Sound wieder geändert. Innetür sehe ich. Aber die Auslassung ist da, ne? Läuft. Woppa. Wer war das? Du da hinten. Du da! Pistol, Baby. Wo sind die Gegner hin? Ich bin so ein richtiger Lecker-Lamer hier. Lecker-Lamer. Die ist schon im Gehäuse, ja, ja. Die ist schon da drin. Damn! Da ist sie. Ach nee! Da ist sie. Sie steckt schon drin, sozusagen. Das wäre ja zu lustig gewesen, wenn das geklappt hätte. Ich muss unbedingt mal wieder CS spielen, fällt mir auf. Autsch. Kann die Karte nur grün leuchten? Ich denke ja. Aber sie ist so weit, schön leise. Ja, mit dabei sind auf die Distanz. What a joke. PP Bison for the win. Ah! Next. Oh. Ist Cracky so gut oder die alle anderen so scheiße? Ich hab voll den Vorteil, weil ich hier lagge wie die Sau. Aber ich bin gar nicht. Ich bin in Deathmatch gar nicht so schlecht. Wie das Schießen funktioniert, verstehe ich einigermaßen. Positionen kenne ich nur in Inferno. Nur auf einer Map. Autsch. Kein RGB. Ja. Skandalös, ne?
Swag 7, Baby. Hier Säcke. Hast du sie übertaktet? Nein, die läuft komplett Standard. Ideal Standardbecken, das ist jetzt gerade auf 4K hochgezogen. Mit 8-fach MSAA. Kantenglättung, Gedönsrad. Und die CPU ist ein Ryzen 5 2600, übertaktet auf 4,1 GHz. Stell den Campingwagen nicht dahin. Ah! Der hat es. Cracky, wie kann ich das Powerlimit im Afterburner aufheben? Indem du das Powerlimit anhebst, oder? Das kann nicht jede Karte. Manche Karten erlauben das nicht. Gute Nacht, Micha Tobias. Danke fürs Einschalten. Das ist einer der Hauptregler, die du in der Mitte siehst. Direkt unter der unter dem Temperaturlimit. Die treffen mich nicht, weil ich so rumlegge. Ich muss sie so abfacken. Aber das Hühnchen treffe ich nicht. Hey Kevin, grüß dich. Zero Zucker, Ryzen 5 2.6 auf 4,1 geprügelt. Flotter RAM dabei. That's it. Wir müssen unserem Bot auf jeden Fall beibringen, was mein Grafikkartentestsystem ist. Damit er darüber Auskunft erteilen kann. Voll entspannt. Temperaturverbrauch ist, also hier, Stromverbrauch ist tatsächlich bei CS bisher am höchsten. 350 Watt. Der Fiesost Friese! Hilfe! Kam der denn her? Ein Zuschauer. Ich sag ja, ich bin untreffbar. Voll der Cheater hier. Ich weiß nicht, warum es gerade laggt. Vielleicht macht er Windows Updates. Weiß der Geier. Keine Ahnung. Also ich finde, das läuft total töfte. Ich würde das so zocken. Warum nicht? Habe ich auch noch nicht erlebt. Klar, das ist CS. Das hat jetzt nicht so viel Grafikhunger. Aber... Ist 75 das Temp-Limit? Seht ihr, wie das leckt? Haha, innen hier sehe ich. Reloaden! Das sieht man an diesen ruckligen Nachladeanimationen und so. Aber es hat mich jemand überholt. Der Sack. Autsch. Fuck. Jo, 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 jo. Was war das denn für eine Waffe? Die kenne ich gar nicht. MP5, gell? Schade. Second place. Shit! 75 bei der 2080, 80 bei der 2080 Ti. Okay.
Abend, Black Rocks. Ich grüße dich. Hallöchen. Ja, ist ja normal hier. Also Power Limit ist ja eigentlich hier. Power Limit. Da. Aber hier ist zumindest Temperatur 83 eingestellt. I don't know. Das Power Limit mal hochreißen. Just for fun. Gucken, ob die mehr Takt macht. Über 1800. Trinken, Cracky. Danke für den Hinweis. Können die Watt stimmen? Das ist ein... Die können so stimmen wie so ein Wattmessgerät, das halt misst. Naja, also ändert sich nichts großartig, ne? Aber gut, wir laufen ja hier auch im CPU-Limit. Da wundert es nicht, dass sie nicht großartig höher geht. Bum, 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 bum. Sehr schön. Aber wir gehen nochmal raus. La, la. Ja, ist halt CS. CS und Ryzen, das will man da... Da kann man nichts großartig erwarten. So. Wartet mal, dann machen wir das mal hier wieder an. Bup, bup. Dann machen wir Doom. Okay, ein Free-to-Play-Shooter, der so ähnlich wie CSGO ist. CSGO kostet nur 13 Euro. Battlefield habe ich nicht. Läuft es besser, wenn du nur die echten Kerne nutzt? Minimal. Minimal. Was? Doom! Natürlich. NCS, ja. NCS. Gute Nacht, Kevin. Fleisch. Kannst du bitte die Verpackung mal zeigen? Klar. Das ist der Sockel der Verpackung. Da steckt hier 100.100 Bits sind auch nur 12,5 Byte. Ja. True Story. Das ist der Sockel der Verpackung. Hallo, hier ist was vor deiner Nase. Danke. Ne, da steckt die Karte drin und das ist der Deckel hier. So. Für Hochleistungsgamer, ja, ja. Ich weiß nicht, was ich von dieser Einstellung halten soll, dass man unbedingt Milliarden FPS haben muss. Aber gut, das war schon immer so. Ich fühle mich halt so als Content Creator, als YouTuber, fühle ich mich halt bei so Allroundern eher wohl aufgehoben. Ja, das ist der relativ unspektakuläre Karton. Jetzt nochmal den Deckel von innen. Ja, hier, bitte. Mit Polsterung. Da. Da ist der Deckel von innen. Ne? Bitteschön. Ja, Karton gesehen. Hier so. Ne? Ja, hier. ...650 Watt Netzteil. True Story. Tada! Oh. Busch. So.
ich finde das auch hier, das ist auch so toll, wie man hier in die Optionen kommt. Nicht. Kampagne. Arcade-Modus. Wo sind die Optionen, verdammte Axt? Das Hauptmenü ist auf 60 gelockt, ja, ja. Jetzt kommen wir in die Einstellung. Grafik. 4K. Aber Moment, viel wichtiger erweitert. Ja, ja, mach mal. Erweitert. Natürlich Vulcan. Ultra. 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 Hoch. Albtraum. Schattenqualität natürlich. Ultra, Ultra, 16-fach. Warum ist das auf 8-fach? Ultra, Ultra. Ja, natürlich, mach mal. Änder mal auf Vulcan um. Bananarama Man, yeah, 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 yeah. Danke fürs. Der Everyday Normal Guy ist jetzt auch schon eine Silbernudel. Dank dir, Dude. Craggy, welches Super Sockel 7 ATX Board taugt was? Will eine möglichst stabile Plattform. Mein wunderschönes Tekram P5MA3 heißt es, glaube ich. Das ist super geil. Das unterstützt auch den Arm, den K63 Plus. P5M3A Plus oder so. Bananarama Man, yeah, 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 yeah. Danke fürs Abo. Buha84, danke dir für dein Abonnement. Geile Socke. Moin, Cyber Uno. Mein Papa ist auch da. Okay. Was ist das? Ja, echt. Wo ist die Pause? Ich muss mal wohin. Ja, ich auch. Gleich. Mal kurz Dämonen jagen gehen. Das hat ein Via. Ist Apollo? Apollo ist... Ist Apollo nicht auch Via? So, nochmal zum Haupteinstellungen. Gucken wir hier nochmal. TSAA. Ja, Jace to Sense. Warum macht er hier irgendwie S-SMA? Warum? Wofür? Verstehe ich nicht. Bewegungsunschärfe auf niedrig. Jo, gehe ich konform. Aber TSSAA, achtfach natürlich. Voll auf die Fräse. Was denn sonst? So, ich glaube, wir sind jetzt maximiert. Dann mal los. Dann mal USK 18 jetzt. 4K Doom. Vulkan. Kopfschuss. Bums. Ich habe hier... Mir fehlt natürlich der Vergleich zur 1080 Ti, ne? Wir werden das Ganze... Ich werde die RTX 2080... Werde ich im Lauf der Testphase, wie ich sie verwende, werde ich sie testen gegen die 1080. Meine Hand funktioniert nicht. Ich weiß, dass das hier der Arcade-Modus ist und ich eigentlich auf Highscore spielen muss, aber das interessiert mich jetzt gerade nicht. Also wir werden quasi einen 1:1 Vergleich gegen die 1080 machen, gegen ein Custom-Modell. Aber eine 1080 Ti habe ich halt nicht am Start. Ja, ist halt eine schöne Engine, ne? Das Spiel sieht ja auch ziemlich gut aus hier. Das haben sie auch fein optimiert. Performance ist schon
ziemlich Töfte. Aua, ich brenne. Hier geht's hoch. Ich vertue mich da immer. Ich sehe den nächsten Ankerpunkt hier nicht. Da ist ein Dämone. Piu, 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 piu. Bin ich besoffen? Nimm den hier so lang. Jetzt können wir die Tür öffnen. Mit der gefundenen Hand. Zugang gestattet. Kannst du auch gegen Vega testen. Ja, wir haben eine 56er halt mit am Start. Hier geht natürlich immer ganz gut die Luzi mit der Performance. Jetzt sind wir schon nahe der magischen 60. Ums, in die See. Boing. Medaillen-Overload. Hallo. Yippie. Du leist mir auch deine Vega 64. Ja, aber dann müssen wir das zeitlich natürlich so abtimen, dass das dann halt auch passt, weil ganz schnell liegt dann Hardware bei mir wochenlang, ohne dass ich was damit mache. Und derjenige, der einem das dann zur Verfügung stellt, der ist dann not amused. Und da ich auch Familienvater bin, ist das mit der Terminfindung da immer so eine Sache. Da oben ist eine dicke Weste. Wir haben halt im Team zwei Rechner, die nahezu identisch gebaut sind. Der von Magic M und mein Hauptsystem. Jeweils mit dem X470 Tai Chi und dem 27X. Und da hätten wir halt eine komplett identische Grundlage für einen Test. Ansonsten werde ich die 2080 natürlich auch nochmal wahrscheinlich mit dem Intel kombinieren. Für eine kleine Testsession. Aber muss mal sehen, wie sich das alles bewerkstelligen lässt. Ja, das läuft ziemlich Töfte, ne? Wäre natürlich interessant zu sehen, was der jetzt bei 1080p macht. An FPS. Bums, bums. Es ist schon heftig, was hier an Pixel durch die Gegend geschubst werden, ne? Bei 4K. Das ist schon der Wahnsinn. Und das in der Sekunde dann. Eine hier watscht mit der anderen Hand. Nicht schlecht. Das kann nur der Doomerino. Do. Bums. Splitch. 8 Millionen circa, ja. Ja, und das mal 80 in der Sekunde. Das ist schon evil. Bums. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ein sinnloses Spiel. Haben wir schon 23 Uhr? Noch nicht ganz. Sorry dafür. Boing. In die Fräse rein. Wenn er blinkt, musst du F drücken. Press F to pay respect. Alle weg.
Genaue Termine zu 2070, ne? So aktuell nicht, ne? Die halten sich erstmal bedeckt. Pascal soll ja erstmal parallel noch laufen. Ja, well, I don't know. Also, man sieht ja Taktraten so um die 1800 jetzt. Wie können wir das denn forcieren? Können wir jetzt hier... Oh, was ist das denn? Können wir jetzt hier sagen, hey, oh, lass mal den Lüfter langsam mal laufen? Oder was ist, wenn ich den Lüfter aufreiße? Aha. Ja, der kann auch ganz unangenehm. Schlüsselkarte erforderlich. Interessiert diese Tür nicht. Die Tür ist sehr gut. Ja, Takt der GPU ist minimal höher jetzt, ne? 18:30. Power Limit mal anheben. Wupp. Power Limit alleine bringt aber nicht so viel. Hinter dir sehe ich. Das geht schon geil ab hier. Ja, ich finde jetzt 75 Grad aber nicht tragisch. Also ich finde das voll in Ordnung. Und die Karte bleibt ja dabei auch leise. Also von mir kriegt die Founders Edition pauschal schon mal keinen Rüffel für den Kühler. Also da haben sie schon vieles richtig gemacht, dass da Customs kühler bleiben, leiser sind, ist klar, ist logisch. Aber die nehmen dann auch 3 Slots weg oder 2,5. Und das finde ich wieder sehr unattraktiv. Ich mag total Dual-Slot-Karten. Dual-Slot-Karten finde ich fantastisch. Dann nehmen wir das Power-Limit wieder runter. Wir machen mal wieder alles auf Default hier. Bups. Erstmal Default. Erstmal gucken, was Sache ist. Ja, aber das läuft doch ganz gut. Was ist denn, wenn wir jetzt auf Full-HD gehen? Außer, dass uns hier das Ding um die Ohren fliegt. Das On-Screen-Display. Bup. Zack. Ja, okay, dass die Tensor-Cores brach liegen. Ja, okay, klar. Also das ist quasi wie AVX bei CPUs. Dass das gerade da nichts zu tun hat und dementsprechend halt die Auslastung nicht hundertprozentig gegeben ist. So, in Full HD. Voll okay. Ob der eine Koffeinvergiftung hat, weiß ich nicht beim Monty. Mein 2.4G geht zum Beispiel bei PUBG auf 81 Grad. Sagen viele, das ist normal wegen der Ridge. Maximal 105 Grad. Ja, läufst du mit dem Standardkühler und hast den übertaktet oder was? Dann ist das noch gerade so im Rahmen, würde ich sagen. So, wo geht denn das hier lang? Da komme ich her. Da war ich auch schon. Ich muss mal auf Toilette. Ich denke, wir bleiben einfach mal hier stehen und gucken mal. Jetzt rennt sie in die CPU-Limitierung. Ja. Gut, ist halt Full HD, ne? Obwohl die CPU auch nicht ganz ausgelastet wird. Ja. Irgendwo liegen die Probleme halt immer. So, wir machen eine klitzekleine Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Ich muss mal auf Toilette. Das ist die falsche Maus. Zack. Zack. Und
Bitte die Musik nicht vergessen. Playlist ist an mich gemailt. Wupp, wupp. Bis gleich, Freunde.